My name is Jacqueline and I am the co-founder of Lingoni and one of the German teachers and today I'm going to teach you about household appliances. Haushaltsgeräte. The singular form would be das Haushaltsgerät. The household appliance. It is made up of two words. Der Haushalt the household and das Gerät. The appliance. Here are some examples of devices and appliances that you can find in a household. Die Waschmaschine. The washing machine. Die Waschmaschine. Sie kauft eine Waschmaschine. She's buying a washing machine. Sie kauft eine Waschmaschine. Der Trockner. The Dryer. Der Trockner. You can also say, der Wäschetrockner. Der Wäschetrockner. Der Trockner ist kaputt. The Dryer is broken. Der Trockner ist kaputt. Oder der Wäschetrockner ist kaputt. Der Wäschetrockner ist kaputt. Der Kühlschrank. The fridge. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank ist kalt. The fridge is cold. Der Kühlschrank ist kalt. Der Gefrierschrank. The Freezer. Der Gefrierschrank. Der Gefrierschrank steht im Keller. The Freezer is in the basement. Der Gefrierschrank ist im Keller. Die Mikrowelle. The Microwave. Die Mikrowelle. Die Mikrowelle ist teuer. The microwave is expensive. Die Mikrowelle ist teuer. Der Herd. The stove. Der Herd. Der Topf steht auf dem Herd. The part is on the stove. Der Topf steht auf dem Herd. Der Backofen, the oven. Der Backofen. Die Pizza ist im Backofen. The pizza is in the oven. Die Pizza ist im Backofen. Der Toaster, the toaster. Der Toaster. Der Toaster ist in der Küche. The toaster is in the kitchen. Der Toaster ist in der Küche. Die Kaffeemaschine. The Coffee Machine. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist alt. The Coffee Machine is old. Die Kaffeemaschine ist alt. Der Wasserkocher. The kettle. Der Wasserkocher. Der Wasserkocher steht in der Küche. The kettle is in the kitchen. Der Wasserkocher steht in der Küche. Der Computer. The computer. Der Computer. Ich arbeite am Computer. I'm working at the computer. Ich arbeite am Computer. Der Laptop. The Laptop. Der Laptop. Sie schaltet den Laptop aus. She's shutting down the Laptop. Sie schaltet den Laptop aus. Die Tastatur. The Keyboard. die Tastatur Die Tastatur funktioniert nicht The keyboard doesn't work Die Tastatur funktioniert nicht Das Tablet The tablet Das Tablet Ich habe ein kleines Tablet I have a small tablet ich habe ein kleines Tablet. Der Scanner. The Scanner. Der Scanner. Der Scanner ist aus. The Scanner is off. Der Scanner ist aus. Der Kopierer. The Copier. Der Kopierer. Paul benutzt den Kopierer. Paul is using the copier. Paul benutzt den Kopierer. Das Faxgerät. The Fax Machine. Das Faxgerät. Das Faxgerät ist im Büro. The Fax Machine is in the office. Das Faxgerät ist im Büro. Der Drucker. The Printer. Der Drucker. Der Drucker druckt schwarz. The printer is printing black. Der Drucker druckt schwarz. Der Staubsauger. The vacuum cleaner. Der Staubsauger. Der Staubsauger ist schwer. The vacuum cleaner is heavy. Der Staubsauger ist schwer. Das Bügeleisen. The Iron. Das Bügeleisen. Ich benutze das Bügeleisen. I'm using the iron. Ich benutze das Bügeleisen. Der Föhn. The Blow Dryer. Der Föhn. Der Föhn ist im Badezimmer. The blow dryer is in the bathroom. Der Föhn ist im Badezimmer. Das Glätteisen. The straightener. Das Glätteisen. Wir kaufen ein Glätteisen. We're buying a straightener. Wir kaufen ein Glätteisen der Lockenstab the curling iron der Lockenstab Anna benutzt einen Lockenstab Anna is using a curling iron Anna benutzt einen Lockenstab der Rasierer the shaver der Rasierer Thomas braucht einen Rasierer. Thomas needs a shaver. Thomas braucht einen Rasierer. Der Fernseher. The TV. Der Fernseher. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. The TV is in the living room. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Thanks for joining me today. If you want more practice, you can find over 600 PDF worksheets as well as over 12,000 interactive exercises on lingoni.com. You'll be able to improve your reading, writing, and listening skills, and even practice pronunciation.